Ich bin die ganzen letzten Jahre meinem Traum nachgerannt. Warf gestern Nacht dein Blick in meinen Spiegel, hab mich kaum noch erkannt. Und damit also ein Hallo und herzlich willkommen zum wohl schwierigsten Video, was ich jemals aufgenommen habe. Wie den meisten von euch aufgefallen ist, in den letzten 6 Tagen kamen nur 2 Videos, was sehr ungewöhnlich ist, da ich seit einem Jahr regelmäßig daily geuploadet habe. Und sehr viele von euch haben auch das Video gesehen, wo ich meine persönliche Meinung über Fortnite gesagt habe. Und unter anderem hat auch eins meiner Vorbilder darauf in seinem Livestream reagiert, und zwar Standardskill. Und was er halt gesagt hat, habe ich mir schon die letzten Monate, beziehungsweise wenn nicht sogar das letzte halbe Jahr, darüber einen Kopf gemacht. Also Leute, nichts gegen Simex, ich mag den wirklich privat, sehr korrekter Typ, Content kann ich mich nicht, fühle ich leider manchmal nicht so. Ja, besonders hier mit Stream-Snipern haben wir ja schon öfters drüber gequatscht, aber ansonsten ist es wirklich privat, kann ich über den Typen nichts sagen, Leute, er ist ein sehr, sehr netter Typ. Man kann von den Videos halten, was man will, aber privat alles super. Ja, Ja, ich helfe dir alles kurz. echt ein super Typ. Ich möchte euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen vom kleinen 12-jährigen Simi, der schon immer geträumt hat, YouTuber zu werden, dann mit 15 ein halbes Jahr lang FIFA-Videos durchgezogen hat, als er bei seinem Fußballverein verletzt war und es mit kompletter Leidenschaft gemacht hat, seine ersten 10.000 Abonnenten erreicht hat, durch den kleinen Push von Prones. Prones, ich bin dir bis heute immer noch so krank dankbar dafür. Ich glaube, hätte ich nicht dieses Video damals mit Prones aufgenommen, dann wäre ich, glaube ich, nicht an diesem Punkt, wo ich heute bin. Aus schultechnischen Gründen und weil mein PC dann kaputt gegangen ist, musste ich 2016 anfangen, bis 2018 Sommer quasi aufhören. Doch dann kam der Punkt, wo ich Sommerferien hatte und ich habe komplett durchgezogen, in einem Monat 30.000 Abonnenten dazu bekommen, halbes Jahr durchgezogen mit Stream, 86.000 Abos gehabt und dann kam der März, okay? Dann gab es diesen OG-Skins-Hype-Content und ich dachte mir, ey, was die da machen, kannst du auch, aber viel besser. Und du hast noch einen Pluspunkt in der Hinsicht, und zwar deine Facecam. Weil jeder, der diese Unterhaltungsvideos gemacht hat, hatte keine Facecam. Und ich dachte mir so, okay, Bruder, lass mal kurz hops nehmen. Einen Monat später, ich habe den besten Monat meines Lebens auf YouTube gehabt. Über 100.000 Abonnenten dazu bekommen. 10 Millionen Klicks. Mein Kanal hat davor nicht mal 500.000 Klicks in einem Monat gemacht. Und einen Monat später 100.000 Abonnenten dazu. 10 Millionen Klicks. Und ich habe meine ersten 10.000 Euro in einem Monat mit YouTube verdient. Und ihr müsst euch, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das mit eurem Kopf macht. Es ist eine Mischung aus Traum. Ich komme nicht klar auf mein Leben. Ich habe ganz YouTube Deutschland hops genommen. Und wann wache ich endlich aus diesem Traum? Dann vergingen ein paar Monate und es hielt konstant an. Immer über 10 Millionen Klicks, immer mindestens 40.000 Abos sind in einem Monat dazugekommen. Und wir schreiben jetzt schon das Jahr 2020 und wir haben genau an meinem Geburtstag, okay, ihr müsst euch vorstellen, ein halbes Jahr später, an meinem Geburtstag, den 16. Februar 2020, haben wir die 500.000 Abos erreicht. 15 Tage später und es sind schon fast 15.000 neue Abonnenten wieder dazugekommen. Jetzt kommt aber der Punkt, wo ich quasi mich selber verloren habe, beziehungsweise immer wieder dieses Hype erzeugen wollte und einfach immer mehr wollte. Aber im Großen und Ganzen, ich habe mich selber vernachlässigt, den Spaß, den ich an YouTube habe, vernachlässigt und nur noch an die Reichweite, an meine Community größtenteils gedacht. So, ich habe teilweise Nächte, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir ein Level-Up reingehauen, dass ich 2 Nächte hintereinander durchmachen kann, dass wirklich jeden Tag ein Video kommt. Ich hatte nicht mal einen Cutter. So, die meisten Kollegen haben mir auch geschrieben, ey, wie ziehst du Daily Uploads durch und so? Du hast ja nicht mal einen Cutter. Alter, ihr müsst euch vorstellen, ich habe Leistungssport gemacht und ich habe ungefähr den krankesten Willen. Wenn ich eine Sache will, so, dann kann mich nur der Tod davor stoppen. Das ist in manchen Hinsichten gut, aber in manchen Hinsichten ist es auch gar nicht gut, weil ich habe zum Beispiel den Sport vernachlässigt. Wenn man sich jetzt mal mein erstes YouTube-Video anschaut, beziehungsweise meinen Livestream damals, ich war komplett dünn, jetzt, ich habe mies zugenommen, weil ich kaum Sport mehr gemacht habe, nur YouTube, 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 YouTube und komplett so, ich will nicht sagen, meine Gesundheit vernachlässigt, aber halt weniger Sport gemacht, mir weniger gegönnt. Und ich will offen und ehrlich über meine Einnahmen in diesem Video mit euch sprechen. Egal, wie viel ihr mal verdienen solltet, vergisst bitte niemals den Spaß
und die Leidenschaft an einer Sache. Sei es die Ausbildung, die ihr macht, sei es, was ihr in der Schule machen wollt, sei es euer Beruf. Weil ich sag euch ehrlich, dieses ganze Geld macht euch nicht glücklich. Soll ich euch mal ein perfektes Beispiel nennen? Wenn ihr auf Geld aus seid, werdet ihr niemals glücklich, weil Zahlen unendlich sind. Das Wichtigste in eurem Leben ist die Familie, einfach eure Ängsten, einfach wirklich, dass ihr euren Traum lebt. Verspricht mir bitte, dass ihr eure wertvolle Lebenszeit nicht damit verschwendet, traurig zu sein, sondern lebt euren verdammten Traum. Auch wenn Leute sagen, ihr werdet es nicht schaffen, schaut mich mal an. Wisst ihr, wie viele Menschen an mir gezweifelt haben? Wisst ihr, wie viele Menschen gesagt haben, ey, das wird nichts, such dir lieber eine Ausbildung, wieso studierst du nicht und so. Und jetzt verdiene ich das, was die in einem Monat durch hartes Ackern in der Ausbildung machen an einem Tag. Damit will ich nicht irgendwie flexen und sagen, dass ich krass bin, wow, schaut mal, wie viel Geld ich verdiene, sondern ich will euch damit motivieren und euch sagen, wenn ihr etwas riskiert, natürlich niemals die Schule vernachlässigen. Ich habe auch erst meine Schule fertig gemacht und dann YouTube komplett durchgezogen. Aber wenn ihr einen Traum habt, dann bitte ich euch, investiert alles, aber vernachlässigt ganz wichtig nicht die Schule. Was ich jetzt im Großen und Ganzen damit sagen will, bin einfach unzufrieden mit meinem Content und Standardskill hatte einfach zu 100% recht. Es gibt sehr viele von euch, die diesen Content feiern, ich weiß, und die diese Streamsnipe-Videos lustig finden, aber ich bin an so einen Punkt gekommen, wo ich mir so denke, ey Bruder, willst du in 20 Jahren mal auf deinen YouTube-Kanal zurückblicken und willst du sehen, wie du einen Typen gestreamsniped hast, und er dann ausgerastet ist? Oder willst du Videos sehen, wo du gute Werte vermittelt hast? Videos mit deinen Homies, Videos mit deinen Geschwistern oder einfach Videos, wo du anderen Menschen geholfen hast? Und ich weiß, wie viele von euch dort draußen hinter mir stehen und mich immer supporten. Allein beim Fortnite-Video haben so viele kommentiert. Egal, ob ich weiterhin Fortnite mache oder nicht, ihr werdet mich wirklich immer supporten, weil ihr mich als Person mögt. Und das weiß ich so krank zu schätzen, einfach so viele Menschen hinter mir zu haben. Einfach, dass meine Videos nach paar Stunden über 100.000 Aufrufe bekommen, das kann man sich bildlich, beziehungsweise die Zahlen kann man sich gar nicht vorstellen. In den letzten 2 Monaten, beziehungsweise die letzten 28 Tage, hat mein Kanal 20 Millionen Aufrufe generiert. Ich habe mal gegoogelt, wie viel Jugendliche, also im Alter von 6 bis 14 Jahren, glaube ich, es Stand 2018 in Deutschland gab und es lag bei knapp 14 Millionen. Also wenn man das so sieht, hat fast jeder Jugendliche meine Videos in Deutschland geschaut. Wisst ihr, wie ich meine? Und Deutschland hat irgendwas mit 85 Millionen Einwohnern, wenn ich mich nicht täusche, und 20 Millionen Aufrufe. Blows my mind. Versteht mich nicht falsch, ich werde mich als Person nicht ändern. Wenn mich etwas stört, wie ihr merkt, ich werde das immer sagen. Wenn mir etwas nicht gefällt, ich werde es immer sagen. Und wie gesagt, ich werde trotzdem immer noch der komische, beziehungsweise ADHS-Junge bleiben, der ich davor war. Nur, ich will halt wirklich Videos mit Message machen, die euch trotzdem zum Lachen bringen und euch nicht in der Hinsicht verblöden, so. Wenn ihr blöd werden wollt, schaut einfach RTL. Wegen dieser Aussage bekomme ich jetzt bestimmt auch noch eine Anzeige, Alter. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr es mir gut tut, einfach mal darüber zu reden. Und ich freue mich schon so sehr auf eure Kommentare, was ihr zu dieser ganzen Sache sagt. Deswegen, falls ihr das Video bisher geschaut habt, bitte kommentiert mit ein paar kurzen Worten, was ihr zu der ganzen Thematik sagt. Ihr könnt mir auch gerne jetzt Videovorschläge kommentieren, die ich bringen soll. Ich habe selber eine sehr gute Idee, wo ich pro Kill 100 Euro an einen Obdachlosen gebe. Falls ihr das sehen wollt, lasst einfach mal einen Daumen hoch da, also lasst einfach ein Like da. Mich würde es interessieren, wie viele Leute das bis hierher geschaut haben und so ein Video gerne sehen würden, direkt morgen. Wenn das wirklich gut ankommt, dann nehme ich das direkt heute auf. Und vertraut mir, die Videos werden an Qualität zunehmen, sie werden noch unterhaltsamer und sie werden noch lustiger. Davor war das so ein hingerotztes Video, was ich einfach machen musste. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich bin an den Punkt gekommen, ey, ich versuche trotzdem noch daily zu uploaden, aber wenn ich keine Idee habe oder so oft gezwungen ein Video machen muss, wo ich eigentlich gar keine Lust habe, dann lasse ich es lieber und dann kommt erst übermorgen ein Video, wisst ihr, wie ich meine, wo zu 100% Liebe drin steckt, wo ich mir auch beim Cutten sehr Mühe
Mühe gebe. Seht dieses Video bitte nicht als Ende, sondern als einen Neuanfang, wo ich euch auch viel mehr über meine Person preisgebe und wir mit diesen ganzen Unterhaltungsvideos aufhören einfach. Ich werde einfach nur noch ich selbst sein in meinen Videos, keine Rolle mehr spielen, kein Roleplay, einfach nur noch zu 100% ich selbst, und ich bin mir sicher, dass diese Videos noch besser bei euch ankommen werden. Ich liebe euch, ich danke euch für alles, dass ich in so einem kranken Apartment wohnen darf. Bin jetzt auch aktiver auf Instagram geworden, also falls ihr noch täglich Stories von mir sehen wollt, checkt unbedingt mein Instagram ab, einfach Simex und dann Y und ein T wegen YouTube. Und nein, ich sag jetzt nicht, jeder, der mir folgt, hat die Chance, einen Battle Pass zu gewinnen, sondern ihr folgt mir einfach von Herz, okay, wenn ihr mich supporten wollt. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Falls ihr das Retalk-Video über Fortnite verpasst habt, ich blende es euch hier neben meinem Kopf ein. Das war's von meiner Seite aus und tschüss.